Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Weiß. Und das letzte Mal hatten wir ja noch Shinox trainiert. Und wie wir unten schon sehen, haben wir ein neues Pokémon, das Kilian gefangen hat. Ich schaue mir das erstmal an. Ups, jetzt habe ich aus Versehen gespeichert. Das war jetzt nicht meine Absicht. Da muss ich erstmal das Inventar finden. Da haben wir das VRM-Opfer. Okay. Dann ist unser Ziel, glaube ich, schon die nächste Stadt. Hier sind wir in. Wo sind wir denn? Weiß ja auch egal, Einzelfell oder irgend sowas hatte ich in Erinnerung, was da gerade gestanden hat. Hier haben wir die Arenaleiter, Erzlingen. Haben wir die schon geschafft? Okay, ja, die haben wir schon geschafft. Dann heißt das auch, wir gehen direkt weiter. Die Frage ist nur, wohin? Ich würde jetzt spontan erstmal hier hochgehen. Oder wir gucken uns mal die Karte an. Moment, wo ist die im Beutel? Gelbstück, bla, Pokéball, der Trümmerer. Plus. Hier haben wir die Karte, dann setzen wir die mal direkt auf einen Slot. Dann müssen wir die so auch öffnen können, genau. Jubelstadt kommen wir her, dann müssen wir Rotes 6, müssen wir nach Herzhofen oder nach Ewig, genau. Flori oder Fleetburg. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben. Ich denke, das Spiel wird mir schon anzeigen, wo ich lang muss. Okay, die haben schon ein Fahrrad, wir haben natürlich noch keins. Und wir haben einen Pokéball gefunden. Ich würde jetzt gern wissen, wo es lang geht. Hier kommt ein Fahrrad runter, ob man da ein Fahrrad hoch kann, weiß ich gerade nicht. Aber dann sind wir hier schon mal falsch. Ich könnte jetzt natürlich kurz nachlesen, was Kilian mir geschrieben hatte, wo es hingeht. Da geht es in eine Höhle. Okay. Ich mache mal kurz eine Pause und schaue nach. Okay. Dann habe ich nachgeschaut und wir müssen wieder nach Jubelstadt. Es tut mir leid, falls ich gerade ein bisschen leiser bin oder von der Stimme her gesenkt der Rede. Das liegt daran, dass ich hier um 4 Uhr gerade aufnehme und ich natürlich keinen wecken möchte. Erzlinger Tor, okay, das ist gar keine Höhle. Oder ist es doch eine Höhle? Ne, es ist keine Höhle. Okay. Route 203, dann gehen wir hier zurück. Ah, genau, hier hatte ich glaube ich sogar das letzte Mal in der Nähe aufgehört. Und dann nach Norden. Jo. Oh, du jetzt wieder was zum Lesen. Was muss ich da hören? Professor Albin bleibt keine Wahl. Jetzt rücken sie schon mit ihren Forschungsergebnissen raus. Philau versteht sich. Für ihr Fehlverhalten müsste sonst leider diese Person hier gerade stehen. Und das will doch keiner, oder? Ah, Lucius, wie schön, dich zu sehen. Wie geht es dem Pokédex? Oh, was sehe ich denn da? Den Orden der Arena von Erzlingen? Aber hatte ich dir dein erstes Pokémon nicht gerade erst gegeben? Das Leben als Trainer scheint wie für dich gemacht. Professor, aller Pokémon, machen Sie es uns doch nicht so schwer. Es geht hier ums Geschäft, verstehen Sie das? Unsere Arbeit, sonst nichts. Was ich damit sagen will, gehen Sie auf unsere Forderungen ein. Ruhe, alle miteinander. Wieso muss ich mich nur mit euch abgeben? Zunächst solltet ihr euch einmal einige Lektionen für die Zukunft aneignen.
Erstens, man lungert nicht einfach so an öffentlichen Plätzen herum. Zweitens, unterbrecht andere nicht mitten im Gespräch. Drittens, wenn etwas nicht nach Plan läuft, wird man nicht gleich frech. Viertens, nur weil ihr in einer Gruppe seid, seid ihr nicht die Stärkeren. Und fünftens, was habt ihr dafür absolute Anzüge an? Geschmacklos. Ja je, und sowas nennt sich Erwachsene. Kinder, wachst bloß nicht in solche peinlichen Exemplare heran. Natürlich mussten sie unter die Gürtellinie gehen. Jetzt wurde aus einer geschäftlichen Angelegenheit eine persönliche. Wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sie werden es noch bereuen, Team Galactic beleidigt zu haben. Kinder, bitte bringt diesem Rohling etwas Anstand bei. Lucius, lass uns zusammen kämpfen. Okay, dann geht's zu unserem ersten Doppelkampf in diesem Let's Play. Ich glaube, wir hatten nicht mal einen im letzten. Jo, dann machen wir die mal platt. Unser Schallrucks muss eh noch aufgelevelt werden. Und vom Level her passt es ja gerade. Da Celeste auch erst 13 ist. Ich glaube nicht, dass Funkensprung oder Ladevorgang hier effektiv sind. Deswegen machen wir einfach Tackle. Das sollte ja wohl reichen, gerade da wir zwei Level voraus sind. Okay, wir sind zurückgeschreckt. Also ich würde es einmal versuchen, ich glaube, das trifft nämlich sogar beide dann. Komm schon, ja, trifft. Okay. Oh, ist sogar recht effektiv. Ja, gerade nochmal. Nur ich werde Chris gleich heilen müssen. Wenn es so weitergeht, aber. Jetzt sollten wir erstmal das Gun. Nein, das Schar. Charmian besiegt haben. So, ein Level Up gab es noch nicht, dann wird es das jetzt bei dem nächsten geben. Wir sind durch Gift verletzt, das ist aber nicht so tragisch. Dann wird bei dem auch Funksprung gehen. Jo. Wenn man das besiegt. Und wir haben Level Up. Bla bla. Das interessiert uns nicht, was sie zu sagen haben. Aber das Geld, natürlich. Und es bleibt nichts anderes übrig. Fürs Erste ziehen wir uns zurück. Dies tun wir nur, weil Team Galactic allein allen wohlgesonnen ist. So eine Bande. Team Galactic haben sie sich genannt, richtig? Wenn Pokémon sich entwickeln, wird eine bestimmte Energie freigesetzt. Ich denke aber, diese mystische Kraft liegt weit außerhalb unserer Kontrolle. Team Galactic interessiert sich für das Potenzial, das jener Kraft innewohnt. Es möchte es gerne als Energiequelle für irgendetwas einsetzen. Lucius, wusstest du, dass auch der Professor die Entwicklung von Pokémon studiert? Er sagt, dass 90% aller Pokémon auf die eine oder andere Weise mit Entwicklung zu tun haben. Wahrscheinlich wollte die Leute deshalb Professor Eibes Forschungsergebnisse gewaltsam entwenden. Die Gefahr ist gebannt. Entspannt euch. Dank euch konnte die Situation entschärft werden. Vielen Dank. Übrigens hat mich deine Kampfeskunst sehr beeindruckt, Lucius. Ich muss dir ein Lob aussprechen. Außerdem bringt es mich auf eine Idee. Wieso sammelst du nicht alle Orden, die es in Sinnohs Arenen zu holen gibt? Dabei triffst du ohne Zweifel auf eine Unmenge an Pokémon. So füllen sich auch die Seiten deines Pokédex immer weiter. Es wäre also für dich ein Abenteuer und für meine Forschung eine Hilfe. Natürlich ist dir das freigestellt. Das erste Pokémon und den Pokédex hast du von mir erhalten. Es ist nun allein deine Entscheidung, was du mit beidem anstellst. Oh, war das klasse. Wirklich sehr gut. Exzellent.
Oh, entschuldige, ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe hier etwas für dich. Eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. Okay, der labert für uns uninteressante Sachen, deswegen drücken wir das jetzt einfach weg. Außerdem wollen wir ja auch nicht die ganze Zeit hier verschwenden mit Gerede. Oh, in dem Teil vergiften, sterben unsere Pokémon noch oder werden besiegt, wenn wir mit Gift herumlaufen. Dann heilen wir das auch direkt. Wir wollen ja eh in die nächste Stadt, um uns da noch ein Pokémon zu fangen. Das wäre dann vorerst, oder vielleicht auch bis zu einem Ende, mein zweites Pokémon. Ich habe ja Wupan. Und dann halt noch das, was jetzt kommt. Ich gucke gerade, ob... Oh, schon wieder falsche Taste. Ich schaue mal gerade, ob Wupan sich schon entwickelt hat. Nee, hat sich noch nicht. Weil ich frage mich gerade, wann das passiert. Okay, da haben wir schon unseren nächsten Kampf. Der dürfte aber kein Problem sein. Wir sind noch sehr weit vom Level voraus. Schon das Doppelte. Ich hoffe, da reicht ein Tackle. Dann halt noch ein weiteres, da haben wir das ja besiegt. Erfahrungsmäßig ist es sehr, oh, wohl, ist ganz okay. Der will auch einen Kampf, okay. Ui, ein Kabador-Trainer. Puh, Zeitverschwendung. Oh, hat nur eins zum Glück. Dann besiegen wir das mal ganz schnell. Mit Funkensprung. Ah. Und das war es im Volltreffer noch. Sehr effektiv. Also eigentlich muss das Vieh tot sein und nicht nur besiegt. Weil so viel Power, wie wir das weggeklatscht haben. So, geht's hier hoch. Dann ist hier bestimmt auch ein Item versteckt, oder? Ah, ne, okay. Und da geht's nicht lang, dann gehen wir geradeaus hoch. Und machen den nächsten Trainer. Ein Knospi. Ist auch ziemlich schnell weg. Funkensprung dürfte ja gehen. Das sind ja alles keine Boden-Pokémon. So, dann noch schnell Tackle. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das mit der Aufnahme so passt, mit der Lautstärke. Aber ich muss echt aufpassen, dass ich hier keinen aufwecke. Na, wäre für euch jetzt natürlich nicht so schlimm. Aber ich würde dann doch schon ein bisschen Stress bekommen. So, dann haben wir den nächsten besiegt. Jetzt kommen ohne Pokémon, genau. Oh Gott, wir müssen nicht ernsthaft durch eine Höhle. So, was hast du uns zu sagen? Wahrscheinlich müssen wir mal Zertrümmerer benutzen. Achso, dann können wir direkt raus. Das ist ja, glaube ich, in den neueren Teilen nicht mehr, dass man Zertrümmerer braucht. Aber es finde ich auch ganz gut so. So, was hast du zu sagen? Achso. So. Ich will nicht gegen die kämpfen. Ich will eigentlich ins... Ah, egal, komm. Machen wir es einfach. Noch ein Knospi. Ausnahmsweise mal ein höheres Level. Ich glaube, das Level passt sich uns auch langsam an.
für den Funkensprung. Also ich glaube, wenn wir den besiegt haben, dürfte sich Chris schon auf das nächste Level kommen. Dann können wir auch Wupan weiter trainieren. Und da ich mir nicht sicher bin, wann Wupan sich entwickelt, mache ich einfach mal, wenn es noch geht, in der Folge auf Level 16. So, Chris ist auf Level 15, dann können wir auch direkt wechseln. So. Und normal war das ja immer so in der Gegend von 16, 18, wo die sich entwickelt haben. Oder ist das schon die Entwicklung? Ich kann mich gerade nicht erinnern, dass das anders ausgesehen hat. Kratzfolie, da kann man, denke ich mal, Kratzer und Silberblick. Kratzfolie macht 18 Schaden, Kratzer hat 40. Silberblick könnten wir eigentlich drin lassen. Machen wir einfach die Kratzfolie weg. So. Genau, besiegt und Chris entwickelt sich. Zu einem Luxio. Okay. Da haben wir hier ein Item. Aufweger. Okay. Uninteressant. Da noch ein Gegner. Ich wollte nämlich noch einen Bamling fangen. Moment. Okay. Ah, jetzt sind wir. Ich wollte mir eigentlich noch einen Bamling fangen. Aber das können wir hier direkt im Gras machen. Dann ziehen wir unten den Tipp noch. Und dann war es ja auch schon mit unserer Folge. Ich denke, wir haben jetzt 17 Minuten. Das letzte Mal hatten wir ein bisschen überzogen. Und dann passt das. Wir müssen ja auch kurz vor der Stadt sein. Funkensprung und Glut. Die machen gar keinen Schaden. Okay. Ja, Wupan und Chris sind relativ ähnlich. Chris macht ein bisschen mehr Damage momentan. Wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ah, Ruckzuckhieb. So, dann hätten wir dich nicht besiegt, aber du bremst, das heißt, auf dich müssen wir nicht mehr angreifen. Und dich hauen wir jetzt mit dem nächsten Schlag weg. So, Wupan und 141 Erfahrung ist gar nicht so schlecht. Ich kann nicht mal ins Leere drücken, bei neueren oder allgemein konnte man ja immer in das leere Feld drücken, um anzugreifen. Das geht bei dem wohl noch nicht. So, dann haben wir das besiegt. Ich gehe jetzt erstmal Pokémon. Genau, ich wollte nämlich Wupan nach vorne setzen. Pokémon Wupan Tausch. So, das VM-Opfer trainieren wir nicht, das holen wir maximal. So, willst du noch einen Kampf? Ja. Bla bla. Machen wir die schnell platt. Ein Baumpel Level 10, das ist voll okay. Machen wir hier Glut. Erfahrungen. Okay, es reicht nicht, um nach Level 16 zu kommen. Aber vielleicht gibst du ja mehr Erfahrung. Geduld.
Die haben wir leider nicht, denn wir stehen schon unter Zeitdruck, wenn wir noch einen Bamlin fangen wollen. So, bla bla bla. So, jetzt komm. Wir bauen Bamlin. Jetzt gehen wir dafür ein bisschen hier hin. Ein Wampel, das brauchen wir nicht, aber da es uns schon erschienen ist, machen wir es gerade platt. Dann kriegen wir nämlich noch Level 17. Okay, hätte vielleicht mit Glut angreifen sollen. Geht schnell, aber ist ja okay. Die Animation, die Kratzer hat, dauert ja nicht so lang. Und es reicht perfekt. Fast perfekt. Ein bisschen Überschuss. So, hier haben wir noch ein Item. Kugelsaat. Okay, wir haben keine Pflanzen-Pokémon. Ich glaube auch nicht, dass wir eins ins Team bekommen werden. So, da sind wir schon Flori. Das heißt, wir müssen vorne dran das Bamlin fangen. Dann gehen wir hier runter. Hier ist die Höhle. So, da. Ich denke, muss ich hier das Bamlin fangen oder in der Ebene unten drunter? Aber es müsste eigentlich in beiden Ebenen. In beiden Ebenen das Bamlin geben. So. Flucht. Aber vielleicht gibt es das Bamlin auch nur da unten. Ich gehe einfach mal unten hin. Oder warte, ich kann ja. Wir haben noch keins gesehen. Dann können wir auch noch gar nicht rausfinden, wo es das gibt. Ich suche jetzt hier einfach mal weiter. Nördlich von Jubelstadt, das weiß ich, aber was genau das heißt, weiß ich nicht. Scheint aber hier keins zu leben. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal in die Stadt rein. Hier müssen wir eh nochmal durch so ein Feld. Vielleicht haben wir Glück und finden es gerade. Ein Staralili. Süßes Teil, aber brauchen wir nicht. Hätte man natürlich als VM-Opfer auch gebrauchen können. Ich glaube, Zerstör und so kann es auch erlernen. Nur, dass es halt noch Fliegen bekommen kann. Da oben ist Team Galactic. Sonst haben wir hier nur Blumen, Blumen, Blumen. Hier haben wir Route 205. Okay, da müssten wir kämpfen. Gibt es hier kein Blumenbeet vorher? Jetzt möchte ich reden. Hilf mir bitte. Ich möchte zu meinem Papa. Mein Papa und ich leben im Windkraftwerk. Plötzlich kamen da so Leute, die angezogen waren wie Raumfahrer. Sie haben mich aus dem Kraftwerk gescheucht und zwingen meinen Papa irgendetwas zu tun. Bitte, Trainer, ich will zu meinem Papa. Okay, läuft uns jetzt hinterher? Nee, okay. Wir haben das Windkraftwerk und wenn ich mich nicht irre, müsste es hier einen Bamlin geben. Das vorne dran war nämlich Schalelos. Eigentlich ein ganz interessantes Pokémon, aber wir sind nur an Bamlin interessiert. Und da haben wir sogar eins, das ist gut. Level 10 sogar. Dann kämpfen wir mit Wupan, dann gehe ich auch nur mal sicher, dass wir nicht so viel Schaden machen. Hoffentlich. Ich weiß nicht, kann ich jetzt noch einen Kratzer machen? Ich versuch's einfach. Hoffentlich ist es kein Volltreffer. Ja, sehr gut. Dann können wir jetzt uns das Bamlin sogar noch fangen. Beutel, Bälle. Wir haben nur 7 Pokebälle, aber das dürfte eigentlich beim ersten schon gehen. Im schlimmsten Fall mit dem zweiten. Jo, da haben wir's. Sehr schön. Blablabla, Pokédex, Eintrag. Dreht seine 2 Schweife wie eine Schraube, um schnell zu schwimmen und zum Zerschneiden von Eichen. Ja, es soll einen Spitznamen bekommen. Jetzt habe ich mir natürlich gar keine Gedanken gemacht, wie es heißen soll oder nach wem ich es benennen soll. Vielleicht lasse ich es noch. Nee, okay, es dauert noch ein bisschen, bis mir ein Namen
Verlerner begegnen. Es gibt ihnen einfach jetzt irgendeinen Namen. Aber welchen? So. Neo, ich glaube, sie nennen einfach Neo. Keine Ahnung wieso. Neo. Ich finde das ein bisschen langweilig. Ich brauche keine Ahnung, irgendwas, was auch mit dem Pokémon zusammenhängt. Es hat ein, keine Ahnung, Rettungsreif um den Hals und ist ein Wasservieh. Na egal, komm, man nennt es einfach Neo. So, dann hätten wir das ja schon. Dann speichere ich hier. Und dann seht ihr die nächste Folge bei Kilian. Jo, und ich verabschiede mich. Wir haben es ja sogar noch in der Zeit geschafft. Auf Wiedersehen.